Hallo zurück im Küchengarten. Letzte Woche bei meinem Gartenrundgang noch 28 Grad und strahlender Sonnenschein. Heute in der Nacht 1 Grad, tagsüber unter 10 Grad und gestern sogar Schneeregen. April, April, der macht, was er will. Deswegen begrüße ich euch heute von hier herinnen, weil draußen ist es mir echt zu grauselig. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie wir noch schnell, bevor das Wetter so schrecklich geworden ist, den Hühnerstall, den wir letzten Herbst in einer Gartenauflösung richtig günstig gekauft haben, an den angestammten Platz transportiert haben. Das war nämlich gar nicht so einfach. Das gute Stück wiegt nämlich an die 350 bis 450 Kilo. Ein richtig massives Teil. Deswegen haben wir das so lang vor uns hergeschoben. Vor allem mein Mann, weil wir nicht so wirklich die Idee hatten, wie machen. Aber was glaubt ihr, wem kam die zündende Idee? Moi. Bin ich fast ein bisschen stolz auf mich. Aber genug geschwafelt. Ich möchte euch das jetzt zeigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Film ab! Den Platz für den neuen Hühnerstall haben wir in New Bedland gefunden. Da war vorher ein Blumenbeet. Die Umgebungsarbeiten hatten wir schon vor einiger Zeit gemacht. Und jetzt haben wir uns durchgerungen, weil das Wetter so schön war. Dieses massive Teil hier auf den Filmaufnahmen schaut es gar nicht so groß aus, aber es ist von einem Tischler gebaut gewesen. Also wirklich massive Platten. Das Ding hält ewig. Ja, das sollte jetzt dort hinaufgetragen werden. Da lacht meine Jungmannschaft noch und die Katze sieht faul zu. Aber ich kann euch sagen, wir waren alle hoch motiviert und wollten das jetzt wirklich schaffen. Vor allem, da ich mir bei einem Bauernhof in der Nähe neue Hühner bestellt hatte und da brauchten wir einfach mehr Platz. Und wenn wir schon dieses tolle Hühnerhaus hier herumstehen hatten, dann sollte das auch in Verwendung kommen. Zuallererst haben wir das hinaufgehievt auf den Anhänger, denn mein Mann meinte, jeder Meter zählt. Und mit dem Anhänger konnten wir es dann bis unter den Carport rollen. Dort haben wir das Ganze mal gut fixiert, damit uns der Anhänger nicht wegrollt. Und wenn ihr euch das jetzt von der anderen Seite anseht, diesen ganzen Weg entlang der Beete mussten wir dieses Ungetüm noch bringen und dann auf diese Konstruktion draufstellen. Hier hinten seht ihr dann den Hühnerauslauf und dann kam die große Lagebesprechung. Wie sollte man das am besten machen? Zwei vorne, einer hinten, die Mutter auch noch irgendwo dazwischen. Kann man es auf die Schultern nehmen? Sollen wir den unteren Weg nehmen oder den oberen Weg? Können wir das überhaupt dort hinaufheben? Ja, also es war wirklich schwierig. Wir hatten keinen Plan. Und da kam mir völlig überraschend aus dem Nirgendwo zugute, dass ich vor vielen Jahren mit meinen Söhnen sehr viele Zeichentrickserien schauen musste, im speziellen Wiki und die starken Männer. Da gab es so eine Folge, in der die Mannschaft das Schiff über Land transportieren musste. Das haben sie auf Baumstämmen gerollt. Diesen Vorschlag brachte ich. Ich dachte, der wird eh abgelehnt von der Obrigkeit, sprich meinem Mann, aber die waren gleich Feuer und Flamme und den Platz hatten wir, Baumstämme hatten wir auch und so gingen wir ans Werk. Thank you.
war's also, das große Projekt. Wie bringe ich einen 400 Kilo schweren Hühnerstall an Ort und Stelle? Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind alle richtig erleichtert, dass wir das geschafft haben. Habt ihr auch so unmögliche Projekte in euren Gärten, die ihr ewig lange vor euch herschiebt und dann die Erleichterung riesig ist, wenn ihr sie vollbracht habt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Erfolg bei diesen Projekten und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen bei meinem nächsten Video hier auf meinem Kanal im Küchengarten. Bis dann!